Man wolle zurück zu den Wurzeln, so die Entwickler von GSC Game World zu Stalker Call of Pripyat. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt auf der Erforschung liegen soll. Anhand von exklusivem Videomaterial geben wir Ihnen einen kleinen Ausblick darauf, wie das im Detail aussehen wird. Übrigens, weil das Spiel erst in der Alpha-Version steckt, sprechen die Figuren noch allesamt Russisch. Die Handlung des Standalone-Add-ons beginnt 2 Wochen nach dem Ende des ersten Teils nördlich vom Reaktor im fast ausgetrockneten Bett des Flusses Pripyat. Das Militär hat direkt nach den mysteriösen Vorkommnissen 5 Helikopter zum Reaktor von Tschernobyl geschickt, keiner davon kehrte zurück. Sie sind als Agent unterwegs, um den Verbleib der Hubschrauber aufzuklären. Als gewöhnlicher Stalker getarnt, machen sie sich also auf die Suche, nur mit der Info, dass einer der Helikopter irgendwo bei einem Umspannwerk runtergegangen sein soll. Was also tun? Genau, sie folgen den Überlandleitungen. Am Umspannwerk angekommen gibt es auch gleich mal ein Aufeinandertreffen mit einem für Stalker-Veteranen alten Bekannten. Ein unsichtbarer Poltergeist hat sich dort nämlich breit gemacht und gibt mit seinen telekinetischen Fähigkeiten an. Das heißt, er schleudert Kisten durch die Gegend. Zwar entfallen die aus Stalker Clear Sky bekannten Zonenkontrollkämpfe, doch ohne Verbündete werden sie auch in Call of Pripyat nicht weiterkommen. Dort nehmen sie Aufträge an und kaufen bei den Händlern neue Ausrüstungsgegenstände. Hier haben wir die neutrale Fraktion aufgespürt, die ihre Basis im Bauch eines Schiffswracks aufgeschlagen hat. Und hier haben wir den Unterschlupf der Mercenaries aufgespürt. Abhängig davon, welcher Gruppe sie zu Diensten sind, reagieren die anderen entweder freundlich oder feindlich gesinnt auf sie. Und natürlich hängt es davon ab, ob sie gleich mit der Ballerei anfangen oder eben nicht. Hier jedenfalls sind die Mercenaries ganz schön sauer auf den Besucher. Haben Sie gerade gesehen, wie der Stalker über das Inventarmenü das Medipack eingesetzt hat? Das ist eigentlich gar nicht nötig, denn Call of Pripyat hat 4 Quick-Slots für derlei über die F-Tasten. Die sehen Sie unten links im Bild und im Inventar gleich unter den Klamotten. Zusätzlich neu, es gibt 2 Waffenslots, die den schnellen Knarrenwechsel ermöglichen. Und noch was Neues, der Helm hängt jetzt nicht mehr automatisch am Anzug, sondern ist nun ein separates Ausrüstungsstück. Apropos Ausrüstung, nur eine einzige neue Waffe wird es in Call of Pripyat geben, nämlich das Schrotgewehr, das Sie hier gerade im Einsatz gegen die schon aus Teil 1 bekannten sogenannten Flash sehen. Aber man versprach uns flammneue Upgrades für die Knarren. Allein für die Pistolen soll es 19 geben. Und kein Stalker ohne die Anomalien und daran geknüpften kostbaren Artefakte. Anders als in den Vorgängern sind die Anomalien laut GSC allesamt besonders und handgebaut. Hier sehen wir etwa seltsam zusammengewachsene Bäume, die auf eine Chemieanomalie hinweisen. Wer sich da reinwagt, um das Artefakt mithilfe des Geigerzählers zu bergen, muss schon extrem resistent sein, also einen super Anzug tragen. Ein super Anzug, den der Herr Agentenstalker hier wohl nicht zur Verfügung hatte. Ähnlich wie die Baumanomalie sieht dieses Gebilde aus. Es besteht allerdings aus Erde und Stein. Die Texturen erscheinen uns hier noch ein bisschen lieblos aneinandergeklebt, aber wie gesagt, noch ist Call of Pripyat eine Alpha. In dieser kreisrunden Feueranomalie hat sich was versteckt. Es ist abermals einer der Poltergeister. Die Kombination Feueranomalie plus Poltergeist kennen wir übrigens schon aus dem ersten Stalker. Da machten die beiden uns das Leben im Labor X18 schwer. Der Poltergeist ist Geschichte und der Held kann in der Anomalie nach dem Artefakt suchen. Das geht, wie in Clear Sky schon, über den Geigerzähler. Und noch etwas, das wir schon kennen. In Call of Pripyat wird es auch wieder zumindest eine Teleportanomalie geben. Ähnlich kennen Sie die vielleicht aus Clear Sky, da hing sie über der Eisenbahnbrücke und teleportierte sie zu einem Klamottenversteck. Diese hier schmeißt sie gleich neben der Feueranomalie raus, die, wie wir beim Umschauen feststellen, direkt neben dem Mercenaries Camp liegt. Die Szenen des Videos stammen übrigens allesamt aus dem ersten von insgesamt 3 Gebieten. Dass darunter auch die Geisterstadt Pripyat sein dürfte, ist klar. Und das ist für uns definitiv Grund zur Freude, denn die kam im Hauptspiel deutlich zu kurz.
Zurück zu den Wurzeln also. Das kann nicht schaden. Denn bei Clear Sky hat sich GSC Game World mit dem ganzen Zonenkontrollgedöns mächtig übernommen. Call of Pripyat mag vielleicht nicht mehr ganz taufrisch aussehen, aber atmosphärisch scheint die Welt um den Reaktor noch immer zu sein.